Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Für diejenigen von euch, die neu auf meinem Kanal seid und mich gar nicht kennt, ich heiße Chica und ich bin eine Ärztin und mache gerade meine Facharztweiterbildung zum Frauenärztin. In diesem heutigen Video wird es darum gehen, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie man eigentlich eine Schwangerschaft feststellt. Wann spricht man denn von einer Schwangerschaft? Von einer Schwangerschaft spricht man, wenn man das Schwangerschaftshormon HCG nachweisen kann. Das HCG steht für humanes Choliongonadotropin. Dieses Hormon lässt sich kurzer Zeit nach der Einnistung nachweisen. Man kann es sowohl im Urin als auch im Blut nachweisen. Mit dem modernen Frühschwangerschaftstest kann man eigentlich schon eine Schwangerschaft 4 Tage vor dem Eintreten des regulären Regelblutung dann feststellen. Aber mit dem normalen Schwangerschaftstest kann man eigentlich auch die Schwangerschaft feststellen 2 Tage, nachdem die Regelblutung ausgesetzt ist. Am besten macht man diesen Test mit dem Morgenurin, weil im Morgenurin ist die Konzentration von HCG am höchsten. Ein Schwangerschaftstest im Urin ist nicht so 100% sicher. Es kann oftmals zu falsch positiven Ergebnissen kommen oder zu falsch negativen Ergebnissen. Bei einem falsch negativen Ergebnis ist zum Beispiel, wenn man den Test zu früh macht. Das heißt, in dem Zeitpunkt, in dem man den Test macht, hat der Körper noch nicht genügend HCG gebildet, dass es dann sich im Urin nachweisen lässt. Bei einem falsch positiven Ergebnis kann es zum Beispiel sein, dass der Urin verunreinigt worden ist oder dass man halt Proteine oder Harnwegsinfekt hat. Das sind alles Sachen, die halt einfach mal den Test so verfälschen kann. Um eine Schwangerschaft wirklich sicher nachzuweisen, macht es Sinn, das Beta-HCG im Serum nachzuweisen, das heißt im Blut. Und das Beta-HCG wird schon 6 bis 9 Tage nach der Befruchtung gebildet. Das HCG verdoppelt sich in den ersten 10 Wochen alle 2 bis 2,5 Tage, sprich knapp alle 48 Stunden. An diesem Anstieg kann man dann sehen, ob die Schwangerschaft sich richtig entwickelt. Zum Beispiel, wenn das HCG sich nicht verdoppelt hat innerhalb von 48 Stunden, nehmen wir mal an, das HCG war bei der ersten Bestimmung bei 100 und sollte dann nach 48 Stunden eigentlich sich verdoppelt haben, nämlich dann bei 200. Wenn aber nach 48 Stunden dieses HCG anstatt bei 200 bei 120 ist, ist es für uns ein Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Schwangerschaft nicht in die Gebärmutter ist, sondern dass es vielleicht woanders ist, in einem Eileiter. Oder es könnte sein, dass es halt eine Fehlgeburt schon gekommen ist und dass dadurch quasi dieses Hormon halt nicht wirklich vernünftig ansteigt. Und deshalb muss man dieses Hormon immer im Verlauf betrachten. Das heißt, ein einmaliger Wert wird nicht ausreichen, um eine vernünftige Aussage zu treffen, inwieweit eine Schwangerschaft jetzt intakt ist oder nicht. Wenn aber dieses Beta-HCG im Blut zu sehr ansteigt oder halt übermäßig vor die Schwangerschaftswoche ansteigt, kann es einem einen Hinweis darauf geben, dass zum Beispiel, dass es vielleicht eine Zwillingsschwangerschaft ist oder dass es vielleicht ein HCG-bildender Tumor ist. Weil die machen auch einen Anstieg von Beta-HCG. Die produzieren dieses HCG und führt dazu dann, dass man das dann bestimmt, dass es dann überhöht ist. Die dritte Möglichkeit, wie man eine Schwangerschaft feststellen kann, ist natürlich dann über den Ultraschall. Das ist das, was die werdende Muttis am meisten freut. Man hat zu Hause einen Schwangerschaftstest gemacht im Urin. Dann kommt man zum Frauenarzt, wird Blut abgenommen. Man versteht nicht, warum man Blut abgenommen bekommt. Und dann freut man sich eigentlich auf die Sonographie, dass man Ultraschall macht und guckt, ob man schon mal was sieht. Je nachdem, in welcher Woche man natürlich dann zum Frauenarzt geht, kann man auch unterschiedliche Sachen sehen oder zum Beispiel gar nicht sehen. Wenn man die Schwangerschaftstest sehr früh macht, in den frühen Wochen, das heißt Anfang 5. Woche, oft kann es sein, dass man noch gar nicht sieht, weil man kann im Ultraschall erst etwas sehen ab einem HCG-Wert bei knapp 1000. Da könnte man zum Beispiel in der 5. bis 6. Woche einen Doktorsachs sehen. Aber spätestens in der 7. Schwangerschaftswoche könnte man auf jeden Fall eine Herzaktion sehen. Das heißt, man sieht dann im Ultraschall, dass das Herz dann so ganz leicht schlägt. Und das ist der Moment, wo man als werdende Mutter einfach sich freut. Da kommen die Freudentränen und man ist einfach glücklich. Wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!